Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und auf der Tribüne. Die Landesregierung NRW setzt sich für die Inklusion von behinderten Kindern ein und fordert, dass der Weg dahin mit geeigneten Maßnahmen und der notwendigen Fortbildung begleitet werden muss. Das sollte auch für Kinder mit Diabetes gelten. Tatsächlich aber sind wir von der Verwirklichung der Forderung nach sozialer Inklusion, selbst bei Diabetikern, meilenweit entfernt. Mobbing und Ausgrenzung durch Mitschüler, Benachteiligung und Unverständnis bei Erziehern und Lehrern führen zur Verunsicherung der betroffenen Kinder und belasten die Eltern. In der Regel erhalten Familien keinerlei Unterstützung dabei, die Kinder im Kindergarten oder in der Schule mit ihrer Diabetes ausreichend gut zu versorgen. Eltern bahnen sich meist selbst einen Weg durch die Ämter, kämpfen um finanzielle Unterstützung, auch für Schulungen von Erziehern und Lehrern, und stoßen dabei oft auf Skepsis und Ablehnung. Das war ein Zitat. Das haben nicht wir uns ausgedacht, sondern dieser Text liegt uns in Form einer Petition vor, die von betroffenen Kinderärzten und Psychologen eingereicht wurde. Vor diesem Hintergrund ist es erstens notwendig, hier darüber zu sprechen und im Rahmen der Inklusionsbemühungen auch einen besonderen Fokus darauf zu legen. Und zweitens ist es vor diesem Hintergrund unerklärlich, um nicht zu sagen ignorant, dass die Landesregierung in der Antwort auf die Kleine Anfrage kein Problembewusstsein gezeigt hat. Meine Damen und Herren, das Thema gehört hier in den Landtag. Und wir sind der FDP sehr dankbar, dass wir uns an dieser Stelle über das Thema austauschen und versuchen, die Landesregierung davon zu überzeugen, dass es doch ganz große Probleme gibt. Wir Piraten reden gerne direkt mit den Betroffenen, anstatt über sie zu reden. Daher würden wir es außerordentlich begrüßen, wenn wir zu der weiteren Befassung im Ausschuss vor allem Betroffene einladen würden. Uns liegen zum Beispiel Informationen vor, wonach es an einer Wuppertaler Schule Kinder mit Diabetes juvenilis nicht am Schwimmunterricht teilnehmen, selbst nachdem sich Selbsthilfegruppen eingeschaltet und mit den Lehrkräften das Gespräch gesucht hatten. Ein solcher Zustand ist nicht tragbar. Kinder sind mit der lebenslangen Krankheit genug gestraft. Sie müssen sich angenommen fühlen und nicht als beängstigende Zusatzaufgabe verstanden werden. Darum ist es umso wichtiger, die grundsätzliche Frage zu stellen, wie wir uns den inklusiven Unterricht in Zukunft vorstellen. Wir Piraten sind der Meinung, dass wir die Probleme nicht auf dem Rücken der Lehrkräfte oder Erzieher oder Eltern abladen können. Gleichwohl die Landesorganisation für professionelle Aufklärung zu sorgen hätte, bevor die Selbstverantwortung der Betroffenen reklamiert wird. Billiglösungen im Gesundheitsbereich sind nicht ethisch korrekt. Wir Piraten sind der Meinung, dass es eine neue Struktur an Schulen geben muss, die sich professionell auch mit Fragen der Inklusion beschäftigen muss. Daher setzen wir uns als einen ersten Schritt in die richtige Richtung für den Einsatz von Schulkrankenschwestern nach skandinavischem Vorbild ein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.